Hallo Menschen, heute geht es um die gelesenen Bücher aus der zweiten Hälfte des Monats Mai. Die aus der ersten Hälfte verlinke ich euch nochmal unten. Ich habe dazu ein extra Video gemacht, weil ich die Lesemonate jetzt immer teilen möchte. In der zweiten Hälfte las ich gar nicht so viel, aber ich habe einiges zu den Büchern zu sagen, deswegen ist es ganz gut, dass wir ein eigenes Video haben. Es ging mit etwas sehr, sehr Ungewöhnlichem für mich los, nämlich dem Buch Seelengevögelt von Veit Lindau. Es ist so eine Art Ratgeber, würde ich sagen, Lebenshilfebuch, und ich bekam es von der Freundin meines Cousins ausgeliehen, die gemeint hat, das Buch wäre sehr wichtig für sie gewesen, hätte ihr Leben verändert, und sowas weckt natürlich immer mein Interesse, und sie hat es mir auch so richtig angeboten und gesagt, willst du es nicht mal lesen? Und es war leider überhaupt nichts für mich, also wirklich gar nicht mein Ding. Hauptsächlich vom Ton her, weil inhaltlich ist es halt ja so ein positives Buch, es soll anregend sein, es geht darum, so ein neues Leben anzufangen. Aber mir war es viel, viel, viel zu pathetisch und gleichzeitig aber auch wieder zu banal formuliert. Also wie es der Titel schon andeutet, wir haben halt immer wieder so Ausdrücke wie wir wollen uns vom Leben vögeln lassen und geil kommt darin vor. Und eine Sache, die bei mir überhaupt nicht ging, in einem Absatz, in dem er so dieses Opferdenken behandelt, kommt am Ende der Ausdruck Fuck the Opferitis Humana. Fuck die Opferitis Humana. Da hatten wir beide leider schon keinen sehr guten Start, denn das kam ziemlich zeitig im Buch und es hat dafür gesorgt, dass ich keine so positiven Erwartungen mehr hatte. Und um euch auch ein Beispiel für das andere Extrem zu geben, dieses Pathetische, lese ich euch auch mal einen Absatz vor. Nein, ich bin nicht bereit, die vorgegebenen Grenzen zwischen möglich und unmöglich zu akzeptieren. Nein, ich bin nicht bereit, aus Angst vor Enttäuschung und Fehlern nicht mehr nach den Sternen zu greifen. Nein, ich bin nicht bereit, auf mein Recht zu verzichten, meinen Geist sich in die Unendlichkeit ausdehnen zu lassen. Blablabla. Nein, ich bin nicht bereit, auch nur auf eine meiner großartigen, verrückenden, frechen, albernen, entzückten, erregenden, lachenden, alle Grenzen sprengenden Ideen zu verzichten. Ich war versklavt. Ich war mein eigener Gefängniswärter. Ich selbst erschuf die Dunkelheit meiner Furcht. Jetzt erwache ich und rebelliere. Und ich finde es wirklich, wirklich schön, wenn das jemandem geholfen hat. Und sage ich es auch irgendwie ohne so arrogant, so, ach ja, wenn das dir geholfen hat, schön und gut. Aber für mich war es nicht. Ich fand auch, das klang alles so nach Kalendersprüchen. Ich möchte euch einfach noch mal ein bisschen was vorlesen, was da drin vorkam. So was wie, lass das Ufer los, werde zum Fluss. Und es geht einfach viel so darum, die Konventionen zu brechen und um Abenteuer. Also immer so das Alltägliche will er überhaupt nicht gelten lassen. Auch so was halt nackt durch den Regen tanzen kam wieder vor. Und Zitat, du bist einzigartig und schön. Augen sind das Fenster zur Seele. Sowas hatten wir da halt ganz viel. Ich persönlich finde, es ist irgendwie so ein bisschen eine umgedrehte Form dieses kapitalistischen Selbstoptimierens, also dass man sich immer besser machen muss für Bewerbungen und so. Ich meine, das ist es natürlich nicht, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Wieder ein Zitat aus dem Buch. Jeden Tag wartet draußen eine bessere, weisere Form deiner selbst. Und er geht auch auf diesen Vorwurf ein und behauptet, er selbst sei aber ja nicht so ein Ratgeber mit der Begründung, weil es bei ihm nicht darum geht, perfekt zu sein und weil er ja so dieses Feiern zulässt, was ich keine so besonders gute Begründung fand, weil in anderen Büchern geht es ja auch nicht wirklich um Perfektionismus, immer nur so um Optimierung. Und das will er auch. Er will Leute besser machen, auf jeden Fall. Das sagt er eigentlich auch so direkt. Allgemein fand ich sowieso, dass er nicht besonders viel erklärt. Er beginnt auch mal eine Geschichte mit folgenden Worten. Wenn du diese Geschichte nur mit deinem Kopf liest, wirst du mich für einen Spinner halten. Und wenn eine Geschichte schon so losgeht, dann denke ich mir, also wenn ich erst mit meinem Herzen fühlen muss, das ist so eine Sache, die mag ich nicht besonders. Oder anderes Zitat. Dein Verstand mag zwar das und das sagen, aber dein Herz weiß, was richtig ist. In erster Linie, ich weiß, was damit gemeint ist, aber wenn Leute auf Herzen referieren, das ist immer so eine Sache, da steige ich ziemlich schnell aus. Und selbst wenn ich dann von diesen ganzen Formulierungen nochmal zurückgedreht bin und mir dachte, vielleicht steckt da doch irgendwas drin, muss ich sagen, ich hatte jetzt auch leider keinen Aha-Moment. Das wäre ja wenigstens mal was, wenn ich irgendwas aus dem Buch noch hätte herausnehmen können. Auch so die essentiellen Fragen, die er stellt, also manchmal druckt er auf eine Seite nur eine einzige Frage, also die will er besonders betonen, die hatte ich mir schon gestellt, um euch ein Beispiel dafür zu geben. Er sagt dann mal, wenn keiner da ist, der dein Problem ein Problem nennt, ist es dann noch ein Problem? Es tut mir wirklich leid, aber das ist mit eines der schlechtesten Bücher, die ich jemals las. Und aus diesem tollen Werk möchte ich euch noch mit einem Abschlusszitat entlassen. Ich sitze an meinem Schreibtisch und denke an dich. Ja, genau an dich. Ich stelle mir vor, wie du diese Zeilen liest. Gern würde ich jetzt Mäuschen spielen und sehen, ob mein Lächeln in diesem Augenblick bei dir ankommt und dich berührt. Ob es wie ein zarter Windhauch über deine Wangen streift und auch dich zum Lächeln bringt.
Ich wünsche mir, dass du spürst, dass diese Zeilen wirklich für dich geschrieben worden sind. Fühle dich liebevoll von mir an deiner Nase gezogen. Nein. Danach beendete ich endlich Krieg und Frieden in diesen zwei Taschenbuchausgaben, die ich hier habe. Und ich mochte es. Was mir vor allem gefiel, war so diese schöne Atmosphäre. Es wirkt einfach etwas feierlicher als aktuelle Literatur, meiner Meinung nach. Die Sprache ist toll, ist so ein bisschen gehoben, um euch mal vorzulesen, was ich damit meine. Denn ich hätte jetzt viele Zitate bringen können, habe mich viel angestrichen, aber es ist einfach sehr, sehr schön formuliert, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, das Eigentliche, worüber er weinen wollte, war der plötzlich ihm lebhaft bewusst gewordene schreckliche Gegensatz zwischen etwas unendlich Großem und Unbestimmten, das in ihm war, und etwas Engem und Körperlichem, das er selbst war. Das klingt toll meiner Meinung nach und schon dafür lohnt es sich irgendwie. Aber, was ich sagen muss, im Vergleich auch zu anderen russischen Klassikern, die ich bisher las, hatte ich hier irgendwie nicht so viele dieser tieferen Wahrheiten, die mir auch heutzutage noch wichtig sind. Stattdessen fand ich, dass es halt eine großartige Wiedergabe der damaligen Zeit war und auch so eine Art Sittengemälde. Er gibt ganz, ganz toll die Gedanken der Leute halt rund um die napoleonischen Kriege wieder, aber auch so allgemein Gedanken über Religion, Besitz, Zwischenmenschliches und eben einfach das Leben, so den Alltag der damaligen Zeit. Ich finde auch, er charakterisiert ganz, ganz toll. Zum Beispiel sind da mehrere so junge Männer, die halt ganz begeistert und stolz in den Krieg ziehen und doch recht schnell ernüchtert werden. Also es ist nicht mal so, dass sie irgendwie ihre patriotischen Gedanken verlieren, aber so im Moment ist dann alles, was sie sich vielleicht so erträumt haben, plötzlich wie verschwunden und sie sind eigentlich voller Angst und es ist alles chaotisch. Allgemein entzaubert er so einiges, auch was so Kriegsstrategien betrifft, und das gefiel mir sehr, sehr gut. Jetzt ist es halt so, dass ein Buch, was in meiner Ausgabe zum Beispiel 2200 Seiten hat, irgendwie bestimmt immer gewisse Längen hat. Also für mich persönlich waren das halt Momente, in denen zum Beispiel so diese Kriegsstrategien diskutiert wurden oder in denen eine Kompanie einfach so von A nach B läuft und sich die Leute überlegen, wo wir die denn hinsetzen, und allgemein so dieses militärische Gerede ist halt etwas, was mich nicht ganz so interessiert, und das wurde für mich halt immer dann rausgerissen, wenn er sich wieder auf die Protagonisten konzentriert und wieder so eine schöne Charakterentwicklung zeigt. Insofern fand ich persönlich den Epilog auch etwas fragwürdig. Allgemein, während des ganzen Buches fand ich es immer toll, wenn er am Anfang eines Kapitels so ein paar geschichtsphilosophische Überlegungen brachte. Das ist eine Sache, die ich in allen Büchern immer mache, wenn es irgendwie mit etwas Allgemeinem losgeht. Und dann kommt man erst zu den Protagonisten zurück, um euch ein Beispiel zu lesen, wie es mir gefiel, jetzt aus dem zweiten Band am Anfang. Da geht es darum, was die Zeitgenossen sich dachten, was die Gründe für die napoleonischen Kriege waren. Und er sagt dann: Verständlich, dass sich den Zeitgenossen diese und noch unendlich viele andere Ursachen darstellten, je nach den zahllosen unterschiedlichen Gesichtspunkten. Doch uns, den Nachfahren, die wir das Ungeheuerliche dieses Geschehens in seinem ganzen Ausmaß betrachten und seinen einfachen und schrecklichen Sinn zu begreifen suchen, erweisen sich diese Ursachen als unzureichend. Für uns ist es unverständlich, dass Millionen Christenmenschen einander totschlugen und quälten, nur weil Napoleon herrschsüchtig, Alexander standhaft, Englands Politik schlau und der Herzog von Oldenburg beleidigt waren. Unmöglich zu verstehen, was diese Umstände mit dem eigentlichen Faktum des Tötens und der Gewalt zu tun haben, weshalb tausende Menschen vom anderen Ende Europas, nur weil der Herzog beleidigt war, die Menschen in den Gouvernements Smolensk und Moskau totschlugen und zugrunde richteten und von ihnen totgeschlagen wurden. Das sind so Überlegungen am Anfang eines Kapitels, und dann geht es halt zu den Protagonisten zurück. Gefiel mir sehr gut. Im Epilog verrennt er sich meiner Meinung nach ein bisschen. Da merkt man halt plötzlich nur noch Tolstoi, der uns irgendwie so seine Meinung darlegen kann. Es sind in meiner Ausgabe wiederum 155 Seiten Abhandlungen, in denen zwischendrin mal so ganz unpassend, finde ich, dann doch nochmal Protagonisten eingeschoben werden, nur ganz kurz, und dann geht's wieder weiter mit Abhandlungen. Das war mir persönlich etwas zu aufdringlich, so nach dem Motto, jetzt klatsche ich euch nochmal eine Abhandlung hin. Aber er sagt ja auch selber, das steht dann wiederum in meinem Nachwort, dass er das nicht als Roman bezeichnen würde. Er hat keine Bezeichnung dafür. Insofern ja, es ist halt so eine Mischung aus fiktiv, Personen, geschichtsphilosophische Abhandlungen, okay. Aber der Epilog war mir persönlich dann auch ein Tick zu viel. So ein paar Sachen, die man in Klassikern ja öfter hat. Es gibt wieder fragwürdige Meinungen über Frauen. Es gibt auch so allgemeine Aussagen über Nationen, also dass alle Engländer das und das machen und alle Deutschen sind ja so und so. Wir bewegen uns auch fast ausschließlich so in der gehobenen Gesellschaft. Das heißt, es gibt auch immer so viele Bälle und dieses Verheiraten der Töchter und ganz viel Klatsch. Ist eine Sache, die
also die ich jetzt, zu der ich nicht bewusst greife, die mich nicht anzieht, die ich in Ordnung fand, wie er es bearbeitet hat, aber es ist, ja, es ist vielleicht nicht so, ich hätte da lieber, ich mag so diesen Kontrast oft zwischen der gehobenen Gesellschaft und vielleicht den Bauern, das kommt hier nur so am Rande vor oder halt in manchen Überlegungen. Im Großen und Ganzen muss ich also sagen, ich fand es gut, vor allem die Formulierung, das klang sehr schön, das gefiel mir, ich habe auch wieder viel gelernt, sowohl durch die Anmerkungen als auch einfach durch den Text an sich, und es waren interessante Überlegungen halt zur Religion, zur Geschichtsschreibung und dergleichen da, die auch mal wieder anregend waren, selbst wenn ich nicht immer mit ihm übereinstimme. Und insofern würde ich vielleicht sagen, ich würde es nicht unbedingt als ersten russischen Klassiker empfehlen, einfach aufgrund der Größe. Ich meine, ihr könnt natürlich auch gleich kopfüber so in die russische Literatur hineintauchen, aber andere fand ich da doch ein bisschen zugänglicher. Und als Schlusswort möchte ich unbedingt noch meine Ausgabe empfehlen. Das ist eine Neuübersetzung von Barbara Konrad, genau, aus dem DTV-Verlag. Und die ist so großartig. Es gibt ganz viele Anmerkungen, die mir nochmal die geschichtlichen Zusammenhänge erklärt haben. Es gibt ein gutes Nachwort. Es hat auch einen tollen Schriftsatz, finde ich, sodass es zwar insgesamt 2200 Seiten sind, was recht viel ist, aber so, dass man halt deswegen von einer Seite nicht erschlagen wird. Deswegen groß, große Empfehlung und finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und ich mochte es. Und das Letzte, was ich auch wirklich zu Ende las, war dann Die Welt ist im Kopf von Christoph Poschenrieder. Das war eine Empfehlung von Britta Böhler, die jetzt übrigens auch einen eigenen Booktube-Kanal hat. Schaut da mal vorbei, ich verlinke sie euch auf jeden Fall, denn ihr werdet sie bestimmt alle so als fleißige und auch sehr, sehr intelligente Kommentatorin kennen. Hier geht es jetzt um Arthur Schopenhauer, als er so ungefähr 30 Jahre ist und gerade Die Welt als Wille und Vorstellung beendet hat, was aber nicht pünktlich gedruckt werden konnte und was auch nicht wirklich irgendjemand interessierte. Also ich habe dann auch danach mal bei Wikipedia gelesen, dass die Erstauflage dieses Buches erst 30 Jahre später ausverkauft war und dass auch der Verleger teilweise eingestampft hat, was er da gedruckt hat. Das heißt, er ist allgemein noch recht unbekannt und unzufrieden auch ein bisschen mit der Welt und bricht am Anfang dieses Buches dann zu seiner Italienreise auf. Das ist ja sowieso so ein großes Ding in der Literatur und passenderweise kommen dann hier auch noch Goethe und Lord Byron und Metternich vor, um mal ein paar bekannte Persönlichkeiten zu nennen. Was mir auch sehr, sehr gut gefiel, war der Moment, in dem ich es las. Ich hatte ja gerade Krieg und Frieden beendet, was über die Napoleonischen Kriege geht, die ja so 1815 mit dem Wiener Kongress enden. Und hier befinden wir uns gerade so 1818, 1819. Das heißt, es war so ein fließender Übergang, obwohl ich das gar nicht geplant hätte. Aber das hat mich von der Atmosphäre gleich gefangen genommen, weil es halt so vom einen ins andere überging. Gefiel mir sehr gut. Schopenhauer wird hier so ein bisschen als schrullig dargestellt oder zumindest immer so ein bisschen als Außenseiter, der sich für klüger als die anderen hält und seine Philosophie spielt dabei in seinen Gedanken schon immer eine große Rolle, aber allgemein geht es viel, viel mehr um die Persönlichkeit. Also wer jetzt irgendwie seine Werke studiert hat und sich da hier mehr draus verspricht, für den ist es nichts. Aber wir haben schon immer mal so ein paar Zitate aus den Büchern. Es ist mehr so eine eher... Also nicht lustige, aber so eine leicht amüsante Beschreibung dieses einen Moments seines Lebens. Im Großen und Ganzen würde ich sowieso sagen, dieses Buch erfindet das Rad definitiv nicht neu, aber es war angenehm zu lesen. Ein Wort, was mir beim Lesen immer wieder so ein bisschen einfiel, was das beschreiben könnte, ist das Wort altbacken. Und ich meine das nicht mal nur negativ, aber es war einfach so gemütlich und was Nettes, würde ich sagen. Also Bücherwunder hat mal ein Video mit dem Titel gedreht, das hieß so ähnlich wie Leichte Unterhaltung für kluge Köpfe. Und ich finde, das passt genau darauf. Also es war wirklich so was Leichtes für zwischendurch. Hat mich jetzt an keiner Stelle auch irgendwie überrascht, aber ich fand es ganz nett, es mal zu lesen. Genau. Und aktuell lese ich noch Was ich euch nicht erzählte von Celeste Ng. Das war 2014 ziemlich groß im englischsprachigen Booktube-Bereich und ist jetzt ganz neu auf Deutsch erschienen. Ich mag es bisher sehr. Es ist so eine sehr ruhige Erzählung, der es im Großen und Ganzen darum geht, was man sich halt auch in einer eigentlich glücklichen Familie so nicht erzählt, was man sich verschweigt, auch gewisse Hoffnungen, die dann so in Stille sterben langsam. Gefällt mir sehr gut. Genaueres, oder falls sich meine Meinung nochmal ändert, werde ich euch dann im Juni erzählen, auch wenn ich das vermutlich im Mai noch beende. Aber ich wollte das Video noch drehen, bevor ich nach Schottland fahre. Auch wenn ihr es erst seht, wenn ich eigentlich wieder da bin. Und deswegen kann es auch mit dem Antworten an Kommentaren mal wieder ein bisschen dauern. Aber dann bin ich endlich wieder da und kann auch ganz normal BookTube Aktivitäten mit euch betreiben. Das war erstmal alles gelesen im Mai. Ich freue mich immer über Kommentare, wenn ihr was zu sagen habt, zu dem, was ich meinte oder zu dem, was ich las. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.